hat mal wieder mit unserem Corona-Thema zu tun, haben wir lange nicht mehr gehabt hier, also zumindest ich habe es lange vermieden, aber jetzt ist einfach, darüber muss man doch mal was reden. Drosten hat sich jetzt ganz aktuell geäußert, dass, ja, er hat es ja nie ausgeschlossen, ne? Dass in Wuhan, in diesem Labor, in diesem chinesischen Virenlabor, dass das vielleicht das Virus doch dort herkommen könnte, aber er hielt es immer für unwahrscheinlich. Ich möchte jetzt gar nicht auf die ganzen Details eingehen. Ich möchte nur sagen, dass hier wieder eine weitere Verschwörungstheorie, die vor kurzem noch eine war, plötzlich zum Alltagswissen wird. In den letzten 2 Jahren wurden standardmäßig, regelmäßig Kommentierungen, die davon gesprochen haben, dass dieses Virus nicht zufällig in der Natur entstanden ist, sondern aus einem Labor in China stammen, zensiert, wurde als Fehlinformation, Fake News und rechte Verschwörungstheorien, was ich was alles abgetan. Inzwischen lässt sich das Thema einfach schlichtweg nicht mehr halten. Es lässt sich einfach nicht mehr verbergen, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dem chinesischen Labor kommt. Punkt. Dieses Labor in China liegt wenige Kilometer von diesem Markt in China entfernt, ist eines der wenigen Labore der Welt, die überhaupt mit solchen Dingen arbeiten dürfen. Und jetzt wird es ganz brisant. Die haben genau an diesen Viren gearbeitet, über die wir jetzt reden, die uns jetzt hier das Leben so schwer machen. Die haben genau daran gearbeitet und das ist schon seit Jahren bekannt. Das ist auch schon 2020 bekannt gewesen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das, was das Ganze noch viel spannender macht, ist, dass dieses Labor in China, die Forschungen dort, von Geldern mitfinanziert wurden, aus Amerika, von einer Behörde, deren Chef der amerikanische Spezialist Dr. Fauci ist. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das wird im amerikanischen Kongress seit Monaten hoch und runter diskutiert. Und ich darf Ihnen in dem Zusammenhang einfach nur, damit man dem auch eine gewisse Basis geben kann, aus der BBC zitieren, und ich zitiere jetzt hier wörtlich aus der Veröffentlichung der BBC, did the US fund virus research in China? Haben die USA Virusforschungen in China finanziert? Yes, it did contribute some funds. Ja, es hat Gelder zur Verfügung gestellt. Dr. Fauci, as well as being an advisor to President Biden, is a director of the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, part of the US government's National Institutes of Health. This body did give money to an organization that collaborated with the Wuhan Institute of Virology. Also, Dr. Fauci, der auch Berater des Präsidenten ist, ist Direktor des US National Institute of Allergy and Infectious, also des amerikanischen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, Teil der US-Regierung, der US-Regierung angehörenden National Institutes of Health, also nationalen Gesundheitsbehörde. Diese Behörde hat Geld an eine Organisation gegeben, die mit dem Wuhan Institute of Virology, also dem genau diesem gefährlichen Labor, zusammenarbeitet. The organization was awarded a grant in 2014 to look into possible coronaviruses from bats. Diese Organisation, die mit US-Geldern finanziert wurde, wurde ab 2014 Gelder zur Verfügung gestellt, um an Coronaviren in Fledermäusen zu forschen. EcoHealth received 3,7 Millionen from the NIH, also von dieser Behörde, $600,000 of which was given to the Wuhan Institute of Virology. $600,000 gingen an das Wuhan Institute of Virology, um genau an diesen Viren zu forschen, mit denen wir uns jetzt hier gerade auseinandersetzen. In 2019, its project was renewed for another 5 years. Also in 2019 wurde dieses Projekt für weitere 5 Jahre verlängert, aber dann von der Trump-Administration im April 2020 nach dem Ausbruch eingestellt. Also nochmal, meine Damen und Herren, um es zusammenzufassen, das ist BBC. Das ist jetzt nicht irgendwelche Schwurbelzeitungen, es ist BBC. Fassen wir es zusammen. Amerikanische Staatsgelder wurden eingesetzt, um in einem Hochrisikolabor in China Forschungen an Coronaviren in Fledermäusen zu machen. Und jetzt kommt die spannende Geschichte.
ihnen eine sogenannte Gain of Function zu verpassen, also sie gefährlicher zu machen, sie leichter übertragbarer für den Menschen zu machen. Das ist in Amerika verboten, aber in China scheinbar nicht. Deswegen hat man das in China gemacht und nicht in den USA selbst. Und hier geht Diskussion darum. Hier diskutieren jetzt Kongressabgeordnete in den USA und Dr. Fauci seit Monaten hin und her, ob das, was in China passiert ist, Gain of Function ist oder nicht. Und jetzt ist es nur eine reine Definition. Der eine sagt, nee, das, was sie da machen, das kann man so gar nicht als Gain of Function bezeichnen. Also, nee. Und die anderen sagen, doch, natürlich, was denn sonst? Also, machen wir es kurz. Genau in dem Labor, das unmittelbar neben diesem Markt ist, wo dann dieser Ausbruch stattgefunden hat, haben die genau an den Viren geforscht, die uns jetzt hier das Leben schwer machen und was ich, wie viele Tote verursacht haben. Und das kann man jetzt als Fakt benennen. Wurde seit Monaten als Verschwörungstheorie zensiert. Da muss man die Frage stellen, was ist mit all den anderen Sachen, die zensiert werden? Wer nimmt sich denn das Recht raus, Dinge zu zensieren, nur weil er sagt, ich glaube das nicht, ich halte das nicht für real, das ist Fake News, ich zensiere das. Wenn sich es hinterher doch als wahr herausstellt, wenn hier vielleicht auch bei vielen anderen Dingen, die man zensiert, ist diese Art der Zensur überhaupt legitim? Weil niemand weiß, was wirklich wahr ist und was nicht. Oder kaum jemand. Wer maßt sich an, das zu entscheiden? Dinge zu unterdrücken, die sich später als wahr herausstellen könnten, wenn man sie denn nicht unterdrückt. Und zum anderen, warum gibt es da keinen öffentlichen Aufschrei, dass diese Forschung überhaupt gemacht werden, dass an solchen wahnsinnigen Stoffen gearbeitet wird? Und warum werden die nicht vor Gericht gezogen, sondern man geht gegen die Bevölkerung vor, die sich nicht entsprechend verhält, statt gegen die vorzugehen, die an dem ganzen Kram schuld sind? Also das sind schon Fragen, die man stellen muss. Auch wer hat da was vertuscht? Natürlich, klar, wenn die amerikanischen Behörden in China das finanziert haben, da haben sowohl die Chinesen Interesse als auch die amerikanischen Behörden Interesse, dass das nicht groß an die öffentliche Glocke gehängt wird, weil sie ja beide da dran hingen. Und dann ist die Frage, wie kam das Virus raus? Und dann zu sagen, und das ist das, was ja immer noch passiert, ne? Also was auch Drosten jetzt sagt, naja, aber die haben daran geforscht und er sagt auch, da sind gefährliche Dinge passiert, die hätte man nicht unbedingt machen sollen. Ja, das ist so. Aber das hat damit nichts zu tun, ist das bestimmt nur zufällig passiert mit dem Virus, genau dort auf diesem Marktplatz. Meine Damen und Herren, wenn Sie vor Gericht stehen und auf einem Marktplatz wurde jemand erschossen mit einer 7,62er und Sie stehen auf diesem Marktplatz oder am Rande dieses Marktplatzes mit einer rauchenden 7,62er in der Hand und auf der Patrone findet man die gleichen Spuren wie auf die aus Ihrer Waffe kommen würde und Sie sagen, Nee, warte mal, das hätte auch jeder andere schießen können. Da ist zwar keiner zu sehen, aber es hätte auch ein anderer sein können. Und der hat jetzt vielleicht genauso eine Waffe gehabt. Also ich war das nicht. Das ist nicht bewiesen, dass ich das war. Dann würde der Richter sagen, mein lieber Freund, 15 Jahre und guten Tag noch. Aber hier haben wir eine ähnliche Situation. Und das aber, nee. Da deutet zwar alles drauf hin, aber nee, das ist wahrscheinlich, das ist so nicht. Nee, kann ja nicht sein. Ne? Man muss schon tief im Glauben stehen dieser Tage. Vor allem nochmal der wichtigste Punkt dazu. Allen Informationen erstmal Gehör schenken, zuhören, welche Optionen gibt es, was gibt's an Möglichkeiten, was kann man da abwägen, was stimmt nicht. Und das, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, ist wie gesagt nichts Neues. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe selbst am 27. Januar 2020, da hatten wir hier noch keine Maskenpflicht, da hatten wir noch gar nichts. Hatte ich im Video auf Cashkurs genau über dieses Labor in Wuhan berichtet, über die Forschung, die daran betrieben werden, weil es war damals bekannt. Wir kannten diese Informationen schon, die waren nicht geheim. Man konnte das sehr schnell recherchieren. Und wir haben damals darüber auf Cashkurs am 27. Januar ausführlich berichtet. Können wir gerne das Video nochmal einspielen. Was haben wir an Fakten? Wir haben die Situation, dass in China dieser Virus ausgebrochen ist. Nach offizieller Lesart ist es auf einem Markt ausgebrochen, wo mit exotischen Tieren gehandelt wurde. Man kann das so glauben, man kann aber auch eine andere Interpretation nehmen, denn es ist zumindest interessant zu wissen, es gibt weltweit verschiedenste Forschungslabore für biologische Krankheitserreger und auch militärische Kampfstoffe. Krankheitserreger als militärische Waffe sind schon lange, leider schon lange ein Thema. Und
Diese Labors sind in 4 Sicherheitsstufen 1 bis 4 unterteilt. Von der Stufe Nummer 4, in der die gefährlichsten Viren bearbeitet werden, gibt es weltweit nicht sehr viele, weil die Sicherheitsvorkehrungen und die technischen Notwendigkeiten dafür extrem hoch sind. Und in China gibt es dazu ein, zumindest ist es mir so bekannt, nur ein einziges Labor, das auch erst seit, wenn ich es richtig weiß, 2018 operativ ist. Und dieses Labor in China steht in, Sie kommen drauf, Wuhan. Und ist auch nicht allzu weit von dem Fischmarkt entfernt, an dem angeblich das Virus ausgebrochen sein soll. Also ob es sich jetzt hier über eine zufällige Mutation handelt oder um einen Stoff, an dem der Mensch rumgepfuscht hat, das werden wir vielleicht eines Tages sicher erfahren. Berichte gibt es, dass das eine Abart ist eines Virus, der mal in Kanada untersucht wurde und dort von chinesischen Wissenschaftlern verbracht wurde nach China. Aber wie gesagt, das sind alles Berichte, die man, die durchaus eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Aber am Ende ist es für den Moment gar nicht so wichtig, was der eigentliche Ursprung war. Wichtig ist zu wissen, dass dieser Virus ganz besondere Eigenschaften hat, die ihn auch von bisherigen Viren unterscheidet. Und ganz wesentlich, oder mit denen es bisher bei SARS und MERS zu tun hatten, ganz wesentlich ist es wohl der Fall, nicht nur, dass dieser Virus inzwischen auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, nicht nur von Tier auf Mensch, sondern auch von Mensch zu Mensch, aber auch, und das macht ihn jetzt besonders heimtückisch, dass in den ersten Tagen der Inkubationszeit, also in dem Moment, sie stecken sich an, und dann dauert es einige Zeit, bis sie überhaupt Krankheitssymptome bemerken, dass Fieber oder andere Dinge kommen. Und das kann bis zu 14 Tage gehen. Das heißt, über etwa zwei Wochen ist der Infizierte praktisch ohne Symptome. Niemand kann messen mit einem Fiebermessgerät, ob der krank ist oder nicht. Und trotzdem ist er in dieser Phase hoch ansteckend. Das heißt, das, was man medial sieht, dass man hier, ja, wir messen die Temperatur der Reisenden und dann ist alles gut, das ist eine reine Beruhigungspille für die Bevölkerung. Durchaus sinnvoll, um keine Panik zu schüren, aber tatsächlich Effekt nahezu null, da man gar nicht messen kann, ob jemand infiziert ist oder nicht. Und damit ist er Überträger. Dazu kommt, dass dieser Virus wohl, so die Einschätzungen, eine relativ hohe Übertragungsgeschwindigkeit hat, also die wohl über 1 liegt. Das bedeutet, wenn es unter 1 liegt, jemand betritt einen Raum mit 10 Personen und es steckt sich weniger als einer im Schnitt an, läuft der Virus sich im Laufe der Zeit tot. Hier soll dieser Virus einen etwas höheren, über 1 liegenden Faktor haben und damit sich eher verbreiten als selbstständig eindämmen. So, die Tatsache, dass die Chinesen diese Maßnahmen treffen, wie sie weltweit noch nie stattgefunden haben, in dieser Größenordnung, zeigt, dass es hier nicht um den Spaß geht, dass es hier nicht um eine Kleinigkeit geht. Und die Chinesen machen mal eben so ein paar Sicherheitsmaßnahmen. Etwa 60 Millionen, die Zahlen sind hier variabel, etwa 60 Millionen Menschen sind hier unter Quarantäne. Das heißt, diese Menschen sitzen zu Hause. Jeder muss überlegen, wie viel Lebensmittel, wie viel Getränke haben die zu Hause. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. 60 Millionen Menschen, da gibt es immer so die, ja, China sind ja 1,3 Milliarden, da ist das ja nicht so viel. Naja, es sind 5% der Bevölkerung grob gerechnet. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir 4 Millionen Bundesbürger unter Quarantäne stellen würden, könnten Sie sich ungefähr die Situation in der Bevölkerung und die Stimmung in der Bevölkerung vorstellen. Für den chinesischen Präsidenten Xi, auf den alles zugeschnitten ist in China, der sowohl den Lob als auch natürlich dann die Kritik bekommt, ist es natürlich eine Katastrophe, was hier passiert, denn er wird dafür verantwortlich gemacht, wie er auf diese Krise reagiert. Solange bekannt ist oder die Bevölkerung auch davon ausgeht, dass das eine zufällige Mutation ist, für die keiner was kann, wird der Präsident versuchen, hier mit allen Maßnahmen sich jetzt als Helfer darzustellen, der alles im Griff hat. Aber wenn das eskaliert, die Stimmung in der Bevölkerung kippt und 60 Millionen Menschen unter Quarantäne haben nicht gerade gute Laune, wenn da auch noch das Thema kommt, dass das vielleicht aus einer Forschungseinrichtung entwichen ist, hat der Präsident ein großes Problem. Was wir momentan sehen, ist, dass die Menschen dort in einer Situation sind, die es noch nie gab.
Was das für die wirtschaftliche Situation in China bedeutet, kann man sich auch nur ansatzweise vorstellen. Hier im Südosten Chinas, das ist das Hauptindustriegebiet, dort werden jetzt die Feiertage verlängert bis Anfang Februar, bis in die ersten Februartage hinein. Das bedeutet, der ganze Laden steht wirtschaftlich noch weiter still. Die Häfen liegen still, die Industrieproduktion liegt still in diesen Bereichen. Also die Auswirkungen für die Wirtschaft in China und damit natürlich auf die Weltwirtschaft sind sehr, sehr stark. Die Auswirkungen auf die Menschen, das werden wir abwarten müssen. Die Meldungen über die Zahlen, was die Infizierten und Toten angeht, die können Sie getrost komplett vergessen. Die Informationen sind erstens dergestalt, dass es überhaupt nicht messbar ist, wie viele schon infiziert sind. Ich habe es gesagt, die ersten 2 Wochen kann man es gar nicht messen. Man müsste alle Menschen einer Blutuntersuchung unterziehen. So viele Tests stehen gar nicht zur Verfügung. Also man weiß gar nicht, wie viele infiziert sind. Die Zahl dürfte weit, weit höher liegen. Die Zahl der Toten, auch hier bekommen wir viele Einzelberichte aus China, dass auf dem Totenschein eben nicht der Virus als Ursache genannt wird, sondern ganz andere Dinge, multiples Organversagen oder Lungenentzündung, und damit zählt er nicht in die Statistik. Also wie hoch die Zahlen tatsächlich sind, ist vollkommen offen, und hier gehen die Einschätzungen derer, die vor Ort damit zu tun haben, dramatisch auseinander, und deshalb möchte ich auch hier gar nicht an Zahlenspekulationen beteiligen, sondern festhalten, dass wir, wie meist, wenn es um chinesische Zahlen geht, die offiziellen Zahlen getrost vergessen können. Und die anderen, ja, da muss man abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Da bleibt ansonsten nur die wilde Spekulation. Was das für uns hier bedeutet, heißt erstmal beobachten. Das heißt, selbst die Quarantäne, 11 Millionen Menschen unter Quarantäne in China, in der Hauptstadt in Wuhan, der hauptbetroffenen Stadt unter Quarantäne, heißt es, ja, nur dummerweise haben, bevor die Quarantäne wirksam wurde, schon etwa 5 Millionen Menschen diese Stadt verlassen, die also schon mit dem Virus in Kontakt waren und jetzt im Land und weltweit in Flugzeugen unterwegs sind. Deshalb, wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Nummer entwickelt, wie viele schon jetzt infiziert sind weltweit und wie sich das weiter ausdehnen wird. Das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Hoffen wir das Beste. Gehen wir von aus, dass das alles sich als harmloser darstellt. Wenn Sie unsere deutsche Medienlandschaft momentan beobachten, ist das ausgesprochen faszinierend zu sehen. Diese Berichterstattung über diesen Virus findet heute Morgen nur extremst rudimentär statt. Auf Bild.de beispielsweise habe ich heute Morgen überhaupt nichts dazu gefunden. Und wenn, dann höchstens mal auf ganz weit runter gescrollt, ein ganz kleiner Randbemerkung. Und das will was heißen, denn das ist ja ein Thema, was gerade für eine große Boulevardzeitung auszuschlachten wäre, was Emotionen und Klicks und Verkauf von Ausgaben angeht. Wenn die alle den Ball runternehmen und sagen, da berichten wir nicht drüber, das fahren wir mal ganz klein, das fahren wir mal ganz schmal, dann ist das etwas, was einem Sorge machen muss. Wenn die Gas geben und laut schreien, dann kann man sagen, na gut, komm, wird wohl nicht so wild sein. Aber wenn die alle runterspielen, dann ist es etwas, wo ich sage, okay, jetzt möchte man wirklich die Beruhigung in der Bevölkerung haben. Jetzt möchte man, dass hier keine Unruhe ausbricht, was durchaus auch nachvollziehbar ist. Denn da es kaum eine Möglichkeit gibt, momentan vorbeugend etwas zu tun, es gibt keinen Impfstoff, es gibt kaum Behandlungsmöglichkeiten, außer mit üblichen Grippemitteln. Und da man auch die Tests kaum vornehmen kann, bleibt nichts anderes übrig, als zu sehen, was passiert, und dann nutzt einem eine Panik auch nichts, und deshalb auch das Ganze ein bisschen klein zu kochen, was die mediale Berichterstattung angeht, macht absolut Sinn, und auch mir ist es sehr, sehr wichtig, die Dinge möglichst rational einzuordnen, das nicht hier da nicht verrückt zu machen, sondern wirklich rationale Analyse der Themen. Ich glaube, dass die Situation kritischer ist, als es unsere Medienlandschaft momentan darstellt. Ich bin weit davon entfernt, was in sozialen Medien passiert, jetzt hier völlige Verrücktheiten anzugeben, sondern wir werden einfach abwarten, uns auf einstellen, was hier passiert. Das bedeutet, dass man Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte, soweit einem das möglich ist. Man müsste jetzt nicht unbedingt nach Asien fliegen oder nach China fliegen. Ohnehin, ob man unbedingt jetzt Flugreisen machen muss, muss jeder für sich entscheiden. Andere Themen zu sagen, okay, ich beobachte das mal, aber ich mache mich nicht zu verrückt, setze mich aber auch nicht allzu großen Risiken in den nächsten Monaten aus, sondern plane das mal ein bisschen entspannter. Also, wie gesagt, nicht verrückt machen, sondern die Situation möglichst in Ruhe beobachten. Mit ein bisschen Glück löst sich das in ein paar Wochen alles in Wohlgefallen auf, und es ist nicht viel passiert. Dann war das alles harmloser als gedacht. Die Todesraten bleiben hoffentlich niedrig, sodass nur jene, das war dann schwerer
Symptome gibt, aber vielleicht am Ende nur wenige Menschen dazu wirklich zu Schaden kommen, die auch schon vorgeschädigt waren. Also von daher gehen wir mal von positiver Entwicklung aus, aber wie gesagt, beobachten es mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und nehmen es auch nicht auf die zu leichte Schulter, wie es aus meiner Sicht momentan bei den Mainstream-Medien aus gutem Grund aus ihrer Sicht gemacht wird. Was die Aktienmärkte angeht, was in dem Zusammenhang fast nebensächlich ist, aber trotzdem ja für uns ja auch ein Hauptbeschäftigungsfeld nun mal, höchste Vorsicht. Wir waren bei uns im Fonds seit Freitagabend 100% abgesichert, nachdem da ein bisschen Druck drauf kam und ich will übers Wochenende, weil interessanterweise passieren solche Entwicklungen meist übers Wochenende, gehe ich selten Risiken ein. Wir waren 100% abgesichert, sind wir heute Morgen sehr froh drum und die Märkte sind noch relativ entspannt dazu, zu dem, was wir momentan an Nachrichtenlage haben. Aber wir sind bei etwa 2% minus im DAX, die amerikanischen Märkte 1,7% im Minus. Noch überschaubare Reaktion an den Börsen, würde sich weiter ausbreiten, wenn entsprechend die Meldungen aggressiver werden. Wir sind auch mal gespannt, was heute Nachmittag passiert. Die amerikanischen Börsenhändler waren noch nicht im Markt, die kommen erst heute Mittag rein. Und dann gucken wir mal, wie die reagieren, denn in Amerika sind die Fälle auch schon da. Die amerikanische Berichterstattung, CNN, ist wesentlich aggressiver, ist wesentlich offensiver in der Berichterstattung über die Situation, als das hier in Deutschland der Fall ist. Und das kann in Amerika für die amerikanischen Investoren dann durchaus eine Situation geben, dass sie sagen, ich muss hier raus aus diesen Märkten. Und dann wäre hier durchaus stärkere Kursabgaben drin. Natürlich, die Notenbanken würden reagieren, Trump würde reagieren, man würde sofort gegensteuern. Aber schauen Sie sich auch an, was die Märkte heute Morgen in Deutschland machen. Sie sehen, dass die Privatanleger heute Morgen kaufen. Die sagen, die nehmen das nicht ernst. Natürlich, bei der Berichterstattung, die wir in Deutschland faktisch nicht haben, sagen die, ach, ist ja alles nicht schlimm, ach, ist ja super, endlich mal billig, ich kann kaufen. Wenn Sie aber sehen, was die Profis machen, die Zugang zu ganz anderen Nachrichtenquellen und Informationslagen haben, so wie wir das auch haben, die sichern sich massiv ab, und zwar maximal. Der VDAX läuft jetzt bei plus 18%. Wir stehen knapp unter 17 Punkten im VDAX. Das bedeutet, die Profis sichern ihre Depots momentan in hohem Maße ab, gehen raus. Die Kleinanleger, die die Situation auf die leichte Schulter nehmen, kaufen, das gibt es kein Morgen mehr. In der Situation, wo wir jetzt sind, sage ich Ihnen ehrlich, ich hoffe, dass die Profis falsch liegen, die Kleinanleger recht haben, befürchte allerdings, dass es wie meistens andersrum ist. Also von daher, bitte seien Sie vorsichtig an den Märkten, seien Sie vorsichtig mit wie Sie mit den Themen umgehen, wie Sie auch nicht allzu sehr jetzt hier Panik schüren und alle möglichen Videos rumschicken, die auf alle möglichen Extremsituationen hinweisen, sondern versuchen immer rational, was ist bestätigt, was ist Fakt, was sind wirklich gute Informationen. Es gibt auch diese Videos aus China, die momentan im Medium unterwegs sind, wo Menschen auf der Straße umfallen. Hier immer die Frage, wenn Sie solche Videos sehen, Sie wissen nicht, aus welchem Zusammenhang das ist. A, wie alt ist dieses Video? War derjenige, der da steht, vielleicht einfach schon stundenlang da gestanden, weil er keine Ahnung auf seine Frau gewartet hat und ist ohnmächtig geworden? Und hat man das zusammengeschnitten? Man weiß all das nicht. Deshalb bitte immer überlegen, ist das, was ich sehe, wirklich das, was den Anschein hat, oder ist es eine ganz andere Geschichte? Wir wissen vieles nicht. Vieles wird es missbraucht, um Panik zu schüren auf der einen Seite, um herabzuspielen auf der anderen Seite. Also jetzt in dieser Situation tatsächlich die Realität zu erwischen, ist nicht einfach. Wir müssen aber darum bemühen, uns auf der einen Seite nicht zu sehr beruhigen zu lassen, auf die leichte Schulter nehmen zu lassen, das ganze Thema, auf der anderen Seite es nicht zu übertreiben und die Dinge nicht zu hoch zu kochen, sich verrückt zu machen, sondern fokussiert mit der Situation umgehen, beobachten und entsprechend die Maßnahmen treffen, die jeder meint, für sich treffen zu müssen. Und das kann jeder am besten für sich selbst entscheiden. Deshalb, im Augenblick ist das die Situation. Ich werde es auch immer wieder jetzt in den nächsten Tagen aktuell auf dem Laufen halten, wenn es neue kurzfristige Informationen gibt. Wie gesagt, im Augenblick ist das die Lage an den Märkten. Wie gesagt, glaube ich, dass wir die Woche sehr, sehr starke Bewegungen sehen werden. Hier werden einige noch, die Meldungen werden sich intensivieren, die Berichte, die Zahlen werden nach oben gehen. Die Weltgesundheitsorganisation wird reagieren müssen und mit diesen Meldungen wird es dann auch entsprechend an den Märkten nach oben gehen, solange die Epidemie sich weiter ausdehnt, solange die größere Dimension annimmt, solange wird es jetzt auch für die Märkte ein ganz, ganz schwieriges Feld werden. Wenn irgendwann die Meldungen kommen, das ebbt ab, es wird geringer, dann ist das Thema wieder durch. Aber im Augenblick bitte, was die Märkte angeht, sehr vorsichtig
Und alles andere bitte einfach konzentriert die Situation beobachten und sich einen vernünftigen, gesunden Menschenverstand damit umgehen. Das ist das Sinnvollste, was man momentan tun kann. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, passen Sie auf sich auf und ja, bis die nächsten Stunden. Das heißt, und seitdem wurden diese Informationen immer wieder zensiert, unterdrückt, als nicht legitim. Ja, und jetzt kommt der Herr Drosten und sagt, naja, haben die schon gemacht, ne? Aber das hat damit nichts zu tun.